Hallo, Pizza ist da. Perini, verpfeif dich. Nein, 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 nein. Böse Peri, pfui. Du bist eine Arschkuh, echt, ey. Scheiß auf die Pizza. Ich mach das gleich wieder aus. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Auch mal mit mir wieder im Bild und mit meinem kleinen Freund in der Hand. Der hat immer noch keinen Namen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Lasst es mich gerne wissen, was zu ihm passen könnte. Wir spielen heute ein Spiel, was mir die Peri geschenkt hat. Und es heißt Alessias Dollhouse. Und ja, ihr wisst, wie gerne ich Puppen habe. Ich habe es gerade mal auf Deutsch gestellt. Und wir gucken mal. Oh, wählen Sie Ihren Schwierigkeitsgrad. Die Schwierigkeit kann während des Spiels nicht geändert werden, da entscheiden Sie sorgfältig, bevor Sie das Spiel starten. Ich bin ein Schisser. Ich weiß, alle anderen spielen zumindest auf normal und die Leute, die nicht wissen, was sie tun, spielen schwer. Ich bin ein Schisser. Bitte links abbiegen. Great, now we're going on a dirt road. Fuck. Holy shit! Aha! What the fuck was that? Nein. Fucking deer! Where the hell is this navigation taking me? Who lives here? Ja, wo fahren wir denn hin? Aber wir haben noch einen Dreivierteltank. Ich habe es auch ganz hell gestellt, damit wir auch ja alles sehen können. Ich weiß nicht, worum es geht, außer Puppen. Oh. Oh, ja. Fuck me if I ever leave an order open at this hour again. Ach so. Ich habe vorgestern erst von einer Pizza geträumt. Chiefs Pizza. Main Street. Das ist Springen. Das ist ja... Oh Gott, ich habe gerade echt gedacht, hier fliegt was um mich rum, bis ich in einer Sekunde gerafft habe. Das kann ja nicht sein, wenn ich Kopfhörer auf habe. Okay, komm, wir fahren. Kann ich mitfahren? Ich möchte bitte... Nein? Okay. Ich habe es schon sehr hell gestellt, ne? Weil bei euch sieht es sogar noch dunkler aus. Wie sieht das in dunkler aus? Oh, dieses Gesumme. Ich glaube, es stand auf 100. Komm ich zurück? Rechte Maustaste. Nee, ne? Also, nee. Nee. Wir spielen im Angsthasen-Modus. Okay, wir liefern die Pizza aus. Es ist alles supi. Es ist noch viel zu laut auf meinem Ohr, aber wir liefern eine Pizza. Auch guck mal. Der hat schon aufgemacht, der Kunde. Das ist ja nett. Ich mach Mrs. Wilson, oh Gott. I have your order. Anybody here? Ja, nee, ich wäre weg, glaube ich. Scheiß auf die Pizza. Hallo? Die Pizza ist da. Könnt noch mal wieder aufräumen, ne? I guess it's my lucky day, baby. So, also, kann ich? Soll ich? Ich habe gerade das da... Das war bestimmt nicht gut, oder? Gott, unser Schatten. Ja, danke für das großzügige Trinkgeld, Miss Wilson. Ich gehe wieder, ne?
Miss Wilson? Sie haben ihre Stromrechnung nicht bezahlt. Ich habe vorhin nur... Ich habe es geahnt. Miss Wilson? Ich habe vorhin gehört, das ist irgendwas mit der Covid-Zeit, aber Haare waschen könnte man trotzdem, ne? What the fuck happened? Ja, das frage ich mich auch. Hallo? Ich wollte sagen, ich habe nur geschaut, wie lange andere YouTuber brauchen. Und es war zwischen einer halben und einer Stunde. Also brauche ich vier. Nicht? Alter, das ist nicht dein Ernst. Das ist Licht. Moment. Apiri, ne? Wieso schenkst du mir immer solche Spiele? Ich würde gerne die Pizza essen, weil ich habe das Gefühl... Sagt da jemand, help me? Ich habe das Gefühl, es wird unsere Henkersmalzer Pyrenee. Also Peri, ne? Wenn ich das nächste Mal eine Benachrichtigung kriege und da steht irgendwas mit Doll, da drücke ich sowas von schnell auf Ablehnen. Du hast es noch nicht geschickt und schon ist es wieder weg. Was? Nee. Ja. Ich meine, okay, sie ist jetzt weg, ne? Ist ja gut. Wie leise soll ich das denn noch in meinem Ohr machen? Ah! Mensch. Eh. Das Opfer. Was für ein Opfer? Ich habe nur eine schöne Pizza gebracht. Das Opfer. Elizabeth Bar. Ja, ich habe im Moment Probleme mit S-Lauten, habe ich irgendwie das Gefühl. Ne? Die Lisbeth. Besonderheit. Diese Puppe kann sich seltsamerweise nur bewegen, solange sie nicht direkt beobachtet wird. Oh nein. Sobald eine Person die Puppe ansieht, erstarrt sie. Aber sobald der Blick abgewandt wird... Du willst mir jetzt nicht erklären, dass dieses Ding mich jagt, oder? Bewegt sie sich lautlos und schnell und nähert sich ihrem Opfer. Kann ich etwa draufgehen? Auf diese Weise kann sie ihr Ziel unbemerkt erreichen und den Tötungsakt vollziehen. Verbrechen die Serienmörderin. Lisbeth gilt als eine der berüchtigsten Serienmörderinnen der Geschichte. Ist das so? Ich gucke sehr viel zum Kram. Das sagt mir, glaube ich, nichts. Sie soll junge Mädchen entführt, zu Tode gequält und in ihrem Blut gebadet haben. Körperliche Merkmale, 1,75, 65 Kilo. Das klingt zumindest sehr gesund, habe ich was gehört. Haarfarbe, schwarz, lang und gewellt. Ach, ist das Miss Wilson, die wir vorhin gesehen haben? Irgendwann dunkelbraun. Sonstiges, ein Ring an ihrer linken Hand, Ohrringe im rechten Ohr. Aufbau der Puppe, Material, Holzleder, menschliche Knochen von Lisbeth. Warte mal, reden wir jetzt von der Puppe? Ist die Puppe 1,75 groß? Ich bin verwirrt, ich habe mich so erschrocken. Größe 43 cm. Nee, das ist die Tante und die Puppe ist das hier. Glaube ich, Erscheinungsbild. Ein hölzernes Gesicht, das die kalte und grausame Schönheit von Lisbeth widerspiegelt. Blaue Glasaugen, Haare, eine kurze, gewellte Perücke aus ihrem schwarzen Haar. Ihr Kleid ist... Ihr Kleid ist zu kindlich, als dass es an die Menschen erinnern könnte, die sie abgeschlachtet hat. Na, das ist ja sehr fein. Nein, da läuft eine Psychomusik. Kann ich etwa überall... Oh, kann ich überall... Okay, eigentlich nicht, aber... Oder? Ist so dunkel.
Oh, jetzt sehe ich von dem Text immer noch Streifen. Ich bin froh, dass ich meinen kleinen Kumpel in der Hand habe. Der hilft so ein bisschen, aber... I've decided to set up a medical center on the estate. The wounded can be treated immediately, so we can continue the excavations. Ausgrabungen? Es ist immer noch so... dunkel. Ich mach das gleich wieder aus. Eine Sekunde, ich muss mal kurz heller machen. Noch ein Stück. Ich habe eine Millisekunde nicht hingeguckt. Ist das ekelhaft? Ist das so ekelhaft? Nee, warte mal. Nee. Lass mal kurz. Ihr seht das nicht so, ne? Ich werde es auch im Schnitt noch ein bisschen heller machen. Ich sehe nichts. Hier ist reine Dunkelheit. Ich würde aber gerne wissen, was das ist. Hier liegt eine Taschenlampe. Kann ich die haben? Naja. Ein Hauch von nichts. So, jetzt kann ich euch den zeigen hier. Wieso? So, was müsste ich in den Garten stellen? Ins Beet? Ich glaube, dann killt mich mein Mitbewohner. Wo kommt die Musik her? Wieso kann ich über Schrauben laufen? Was ist das? Quelle Amelia Blackwood. Eigenschaften. Steinharter Blick. Was? Ja gut, das heißt Alessia's Dollhouse. Ne? Also es hat die ganz viele Puppen hier drin, ne? Wenn diese Puppe gesehen wird, bewegen sie sich nicht, bis sie verschwunden ist. Habe ich das richtig gemacht? Jeder Schritt kann dazu führen, dass die Puppe dem Opfer das Genick bricht. Verbrechen, Massenmord. Sind das Puppen von Serienmördern? Also, okay, vielleicht behalte ich das mal im Hinterkopf, wenn ich alt werden sollte. Dann stelle ich mir sowas auch in die Bude. Hör auf mit den Geräuschen. Ich lese schnell. Eine Sektenführerin überzeugt ihre Anhänger, Massenselbstmord zu begehen. Das sagt mir was, aber da gab es, glaube ich, auch einige. Hunderte von Menschen verloren ihr Leben, nachdem sie Blackwoods Worten gefolgt waren. Größe, bliblablub, ein kleines Muttermal auf der Stirn, Puppenstruktur, Material, los. Die ist 2,10 Meter. Material. Warum klingelt mein Telefon? Warum habe ich es nicht brav ausgeschaltet? Kein Moment. So, ich habe kurz unterbrochen, um Schokolade zu essen. In der Hoffnung, dass sie mich beruhigt. Ich bin ja froh, dass ich... Was ist das? Nicht umgebracht wurde. Ich hatte nicht zu Ende gelesen, ne? Puppenstruktur, Material, Aussehen, ein Holzgesicht, das die hypnotisierende und unheimliche Schönheit von Amelia Blackwood widerspiegelt. Durchdringende rote Glasaugen. Das Haar... Oh Gott, jetzt muss ich aufstoßen hier. Entschuldigung. Oh, ich ruckel. Wieso ruckelt alles? Was soll denn das? Das Haar ist eine lang und wellige Perücke aus Blackwoods dunkelbraunem Haar. Kleidung in Form der gotischen Roben, die Blackwood oft trägt. Jetzt ruckel ich nicht mehr. Ha. Ich kann rennen. Kann ich ihn vorher nicht sehen? Doch. Das Band hatte ich.
Wo kommt das her? Ich will das ausschalten. Das hier? Gott, wie ist das auch noch eine Tür? Bin ich im Kreis gelaufen? Da! Ich habe eine Kassette. Watch me. Kann ich das... Oh, danke. Irgendwo ist doch bestimmt noch diese schöne Puppe. Okay, da kam ich her. Hier war ich noch nicht. Ha. 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 Der war vorhin andersrum gedreht. Du. Du warst vorhin andersrum. Du bist doch nicht so eine Puppe, oder? Hm. Ja, einen offenen Bett traue ich nicht. Als Kind schon nicht. Okay. Oh Gott, da ist der Videorekorder. Ein Blatt. Ich traue diesem Bett nicht. Ich soll da gucken. Okay. Oh Gott, es wird doch nicht... Huch. Sitzbehalten. Okay. Immer bei den... Also ich weiß nicht genau, ob ihr das dann auch seht, wenn ich es fertig geschnitten und gerendert habe. Aber bei so Szenen fange ich an zu ruckeln. Ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir die Musik jetzt doch. Wieder. Okay. Sehr gut. Geht ja nicht auf. Ja. Was war das? So incy wincy spider, why not to spout again? He doesn't like the darkness? He doesn't like the darkness? Die Itzy Bitsy Spider, wo ist Itzy Bitsy Spider? Nix. Und du sowieso nicht. Verpfeif dich. Don't look away. Nina ist hier. Nina heißt du? Jetzt ist die blöde Puppe da, oder was? Ein Badezimmer. Supi. Ganz toll. Ja, geh mal zu. In einem gruseligen Badezimmer sich einschließen. Ja, bitte. Ich würde gerne aufs Klo. Nee, ich würde hier nicht gerne aufs Klo. Peri, nochmal. Nee, nee, nein. Nein. Nie wieder.
Ich habe das Gefühl, das war sehr knapp. Und dass hier überhaupt nichts ist. Gott, jetzt mache ich mich schon selber verrückt mit Geräuschen, die ich hier so mache. Oh. Wer? Kommst du in regelmäßigen Abständen? Ich hör dich doch. Du bist eine Arschkuh, echt, ey. Kannst mich jetzt mal, ich habe jetzt keine Angst vor dir, ich laufe jetzt einfach weg. Das hat vorhin gespeichert, also so. Ich muss. Und sie macht Türen auf. Was war das? Nee, komm, jetzt ist gut. Nee, ne? Stimmt doch gar nicht. Wer seine Augen abwendet, verliert, habe ich gerade bekommen. Ich bin nicht gestorben. Und du bist nicht right behind me. Alter, das... Ich bin tatsächlich drauf reingefallen. Das Schlimme wäre... Ja, ist ja gut jetzt. Ach Gott, ich habe ganz klopfen. Rechts von mir ist auch eine Tür... Aber wenn da jemand klopfen würde, wäre er übers Dach irgendwie rein. Mensch. Hallo. Things are not going well. Workers keep getting hurt. Excavations have ground to a halt. I have to find a solution. Hi. Don't look away, Nina's here. Du bist doch nicht Nina. Ey, Wladimir Petrov. Plötzlicher Angriff nach der Auswahl seines Opfers. Ja, aufzuklopfen. Er scheint diese Puppe plötzlich und verfolgt und tötet das unerbittlich. Ihr Aussehen und ihre Bewegungen sind äußerst beängstigend und bedrohlich. Verbrechen waren Serienmörder bekannt als der Schlechter der Nacht, der seine Opfer durch die Straßen verfolgte und brutal ermordete. Mir kommt gerade die Schokolade wieder hoch. Eine tiefe Narbe auf seiner linken Wange, Puppenstruktur, bliblablub, Aussehen, bedrohlichen Zügen, durchdringende braune Glasaugen, das Haar ist eine lange, halt die Klappe da jetzt. Aus der Perücke, aus den Haaren, wieder von Themen, Gefahrenstufe, sehr hochtödlich. Falls Sie auf diese Puppe treffen, müssen Sie nur weglaufen, ohne zurückzuschauen. Beten Sie, dass Sie überleben. Alter. Der Mechanismus und die Kriterien für die Auswahl seines Opfers durch die Puppe sind unbekannt. Die Methode der Puppe zu töten ist ziemlich brutal und es wird angenommen, dass sie Freude daran hat, ihren Opfern Schmerz zuzufügen. Diese Puppe ist eine unkontrollierbare Bedrohung und sollte so weit wie möglich vermieden werden. Ja, danke. Sehr schön. Nee, lass mich in Ruhe. Ach so, hä? Das habe ich auch gerade vorgelesen. Ich dachte, das käme von dir. The excavations have begun. I can't wait to find the temple. With that book, my work can be perfect. Natürlich, er ist weg. Alter, es ist niemand zu Hause. Hey, war ich doch. Hier ist doch wieder die andere Alte.
Okay, ich komme ja schon. Is someone there? I saw your car outside. This is a restricted area, man. Get out. Shh, just kidding. What the hell? Ja, schon nett. Watch me. Wo war denn das? Hier, ne? Ach, damit wird gespeichert. It's the biggest one we've ever made. I thought she might be one of my favorites. Call her Big Sis. When they see her, they're so surprised they can't move. She is my perfect creation and I am so proud of her. Big Sister? Es hat gespeichert. Was? Es hat gespeichert. Ich werde an dieser... Ja, ich werde an dieser Stelle beenden. Und wenn ich Glück habe, habe ich vergessen, dass ich das hier aufgenommen habe. Ich werde es nicht weiterspielen. Doch, ich werde es... Okay, ich werde es definitiv jetzt beenden. Also Peri, nochmal. Nein. Nein. Böse Peri. Pfui. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Es ist dunkel. Tschüss. Mm-hmm.